22:49 schon. Haben wir ja gar nicht mehr so lange. Was habe ich denn in der ganzen Zeit gemacht? Dem kennen die Verhütung. Nicht tief im Kopf. Ich weiß es nicht. Ich habe hier drin noch niemals jemand von Verhütung sprechen hören. Also, ich glaube nicht. Ich denke mal nicht. Bestimmt mit Magie. Wirklich wär's. Der Äther stimmt dich überein. Damals auch dabei. Die Saatseher. Alle drei sind erschienen. Man soll ja bei jedem Schritt über Leichen gestolpert sein. Vor langer Zeit, 500 Jahre ist es her. Und ich schreibe dir ein Manifest für die Tabulisierung des Themas Verhütung mit Magie. Das ist so eine Sache. Das ist so eine Sache. Ich kann und möchte zu Thema Rye nichts sagen. Aus Furcht vor dem Gebiet. Huch! Scheiße, ich habe mich verklickt! In der die Juan und Allison in friedlicher Eintracht lebten. Wir haben uns würdig erwiesen. Ja, dann denkst du richtig. Der Gebieter. Stets mit Respekt vor dem dann denkst du richtig. Die Samen der Zivilisation und bald bereicherten auch andere Völker unsere Gemeinschaft. Wie gesagt, ich kann ja nichts sagen. Segnete uns mit reichen Gaben und Credania blühte und Odie. Siehst du die Flagge von ich sag auch an immer meine Augen und Ohren sind voll. Die beiden verwundenen Schlangen sind Symbole für die Juran und die Elesin. Wir strebten nach heiligem Frieden, doch er wäre. Es ist halt kompliziert. Eine finstere praktisch als Mord. Das stimmt. Die Galia. Ich sag mal so, ich wüsste gerne selber, was los ist. Ich weiß von nichts. Doch würden wir unseren Wald fremder Willkür überlassen? Ich weiß nur, dass ich sie nicht wiedersehen und hören werde. Deswegen. Wir hatten uns selbst und unsere Heimat zu schützen. Ich lache drüber mittlerweile und fertig. Konnte die Gefahr bannen, die drohend über uns schwebte. Deswegen. Ich mach mir da nichts mehr draus. Das Ding war nicht so gedacht, dass ich mich aufbringe. Alles gut. So habe ich es noch nicht aufgefasst. Es gab also witzige Momente zwischendrin mal. Wo ich nur dachte, okay. Wir waren auf dem richtigen Weg. Was ist jetzt los? Kam das Unglück auf dem Feld von aber ja. Ein Kampf. Ne? Alle Vorstellungen wie du schon sagst, nicht drüber nachdenken. Ist besser. Auch ich trage große Verantwortung dafür, da ich der Bruderschaft vorstehe. Noch heute, 5 Jahre danach, sind die Wunden. Die lieben BTF-Momente. Ja! sie häufen sich, Basuna. Ich weiß, wie klar euch das Unglück noch vor Augen steht. Jedem das reicht dann aber auch für dieses Jahr, hoffe ich. Ich hatte dieses Jahr genug. Die sich nicht auslöschen lassen. Nächstes Jahr wieder. Der Schmerz ob all dieser Verluste erdrückt einem manchmal schier das Herz. Daher all die Wilderer, die Wegelagerer. Ihnen fehlt die Kraft zur Gerechtigkeit. Auch ich bin der Meister der WTF-Momente. Besteht weiter. Sie schädigen den Wald. Bei dir sind es aber positive WTF-Momente. Und lustige. Doch denk daran, niemand hier trauert alleine. Und keine seltsamen, komischen, abstrakten. Gut, manchmal auch, aber im guten Sinne. Du weißt hoffentlich, was ich meine. Also für den Arsch. Also über den Arsch, ja. Ja?
gedenken, obwohl sich keiner an sie erinnert? Aber wir müssen auch nach vorne blicken, denn wir haben noch einen langen, schweren Kampf vor uns. Noch ist es zu früh. Alleine sind wir zu schwach. Ja, wir sehen die Galear-Festungen errichten. Wir sehen es. Aber wir müssen uns gedulden. Meine Nase juckt, das gibt Geld. Wer will Familienfreunde fluchen willst? Vital Streichinstrument. Bitte gern geschehen. 5 Jahre, Brüder und Schwestern. Ach du Kacke. 5 Jahre sind vergangen. Ja, wenn ich es mir merken kann. Duldsamkeit ist. Schreib's mir auf, Masuna. Ich schreibe es mir auf. Kommt mit 3 Nuss-Nougat-Creme-Toast-Bag. Oh, ich will auch den. Ich will auch. Gelitten haben wir genug. Nun trägt uns der Wind der Erneuerung. Auf in ein hoffnungsfrohes Morgen unter der Flagge der Bruderschaft. Lecker, ja. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Denn haben wir zurzeit nur recht wenig im Haus. Also gar nicht. Toast Waldes, hatten wir. Das war's dann aber auch schon. Für Reinheit, Gelassenheit und heiligen Frieden. Meine Saatseherin. Gelobt seien die Gebieter. Wir müssen schützen, was uns gehört. Und ein Euro Energy. Ja, gut. Energy muss ja nicht teuer sein. Geht auch günstig. Und die Uhrzeit. Hatte ich gestern aber auch. Und ich habe geschlafen wie ein Baby. Energy trinke ich erst morgen wieder. Ich am Sonntag eventuell. Vielleicht aber auch ein Wein. Mal gucken. Das schmeckt doch nach 1 Euro. Ja, gut, okay. Egal, Hauptsache Energy. Ah, so sehen wir uns wieder. Credania wird von 2 wilden Stämmen bedroht. Zum einen von den Ixal, die ihre Göttin Garuda um Hilfe anflehen. Zum anderen von den Sylphen. Sie sind Credania zwar nicht grundsätzlich feindlich gesinnt, aber ihr Verhältnis zu uns hat sie zunehmend verschlechtert. Und es gibt Gerüchte, dass sie ihren Prima Ehe-Rahmen beschwören wollen. Credania ist ein friedliebender Staat. Deshalb hat man mit den Sylphen Verhandlungen geführt und ein Bündnis geschlossen. Den Ixal stellt man sich entgegen. Man geht nicht zum Gegenangriff über. Das Hauptaugenmerk der Credania liegt darauf, den Wald zu stärken. Und eindringliche Fernzeiten. Solange in ihrem waldreichen Frieden herrscht, interessiert sie nicht, was außerhalb passiert. Allerdings bleibt Frieden auf absehbare Zeit ein Wunschtraum. Die Ixal sind ein äußerst aggressiver Stamm. Garuda ist selbst für ein Primae besonders aufbrausend und zerstörungswütig. Die Bruderschaft der Morgenviper muss sie auf einen zähen Kampf vorbereiten, ob sie will oder nicht. In dieser Situation sind fähige Leute wie du natürlich heiß begehrt. Die Bruderschaft der Morgenviper wird dich mit offenen Armen empfangen, wenn du dich für sie entscheidest. Meinst du nicht auch, dass die Rede unterschwellig an dich gerichtet war? Hast du dich angesprochen gefühlt? Ich überlege, am 10.9. wieder das Stream endlich aufzunehmen. Ich will nur noch Kleinigkeiten, aber hol mir wahrscheinlich noch dafür Ghost of Tsushima, weil es gerade im Angebot ist. Sehr geil. Hey, wenn du am 10.9. anfängst, dann können wir ja meinen Geburtstag zusammen verbringen. Quasi. Also nur so by the way. Ja, ich habe am 10.9. Geburtstag. Deswegen sage ich das gerade. Dann könnt ihr ja zusehen. Nice, ich am 6.9. Nein! Nein! Okay, also da schreibe ich mir einmal auf. Wie geil. Wie geil. Okay.
Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Okay, also du am 6. Dann hat einer am 8. Geburtstag, den ich kenne. Und ich dann am 10. Ja, geil. Passt doch. Stimmt, und jemand hat am 13. Geburtstag. Er vertreibt sich die Zeit. No. Kannst du mich hören? Ich bin's, Minfilia. Hast du alle Reden gehört? Es ist ja schon einige Zeit vergangen, seit du aufgebrochen bist. Ich bin ein Aprilkater. No. Wenn die Gedenkfeiern vorbei sind, dann komm doch bitte zurück zum Sonnenwind. Die Offiziere der staatlichen Gesellschaft warten hier auf dich. Das wird ein richtiges Festival bei den ganzen Partys. Der ist so dufte, ne? Rechnen wir mal zurück. Silvester. Unsere Eltern hatten um Silvester rum sehr viel Spaß. Was? Was? Sind nicht nur Korken und Raketen geknallt. Nee, da ist doch noch was anderes. Da hat noch was anderes geknallt. Aber das möchte ich mir gar nicht so genau vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Da möchte ich gar nicht genau drüber nachdenken. Da gab es eine ordentliche Fete. Ihr Bote. Es seien sie erneuern es jedes Jahr wieder. als Gedenken. Was denn, Masuna? Verschwinde, Kopfkino. Gern geschehen. Ich wollte doch auch mal für Kopfkino sorgen. Die Rakete kann doch heute noch knallen. Ja? Alle Jahre wieder. Willkommen zurück. Wir haben dir die Reden gefallen. Alle Stadtstaaten stehen ohne Zweifel großen Problemen gegenüber. Aber ich bin überzeugt davon, dass du zu ihrer Lösung beigetragen hast. Die Frage ist nur, welcher Stadtstaat du deinen Diensten anbieten möchtest. Die Wahl liegt allein bei dir. Wie echt nur Funken und heiße Luft rauskommt, ja. Oh Gott. Ruh dich aber erst einmal aus und erhole dich von der langen Reise. Überleg dir gut, welcher staatlichen Gesellschaft du beitreten möchtest und melde dich dann bei deinem zuständigen Offizier. Immer diese EU-konformen Platzpatronen. Hey. Tja, liebe Schwester, für welche staatliche Gesellschaft wird sie sich wohl entscheiden? In jedem Fall nimmt alles seinen Lauf. Alfino, mir gefällt das Ganze nicht. Was stört dich daran, Alize? Du hast sie doch gehört. Die Stadtstaaten sind nur mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Das große Ganze interessiert sie nicht und die 7. Katastrophe liegt für sie in weiter Ferne. Damit hast du nicht ganz unrecht. Die Vertreter der 3 Stadtstaaten haben kein Wort über die Krieger des Lichts verloren. Als hätten sie vergessen, wer Eorzea vor der totalen Zerstörung bewahrt hat. Aber das ist nicht der Fall, Alize. Die Stadtstaaten wollen ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Die Katastrophe hat in Eorzea tiefe Wunden gerissen,
aber die Staaten sind bereits auf dem Weg in die Zukunft. Die wilden Stämme, die Primae, es gibt noch unzählige Gefahren. Aber die staatlichen Gesellschaften und der Bund der Morgenröte sind der Schlüssel zu all diesen Problemen. Alize, um Frieden zu finden, müssen wir die siebte Katastrophe hinter uns lassen und einen Neuanfang wagen. Wir starten also die Nation. Aber dann vergessen wir, wofür sich Großvater geopfert hat. Ich lasse nicht zu, dass die Geschichte einfach umgedeutet wird. Prinzessin auf der Erbse. Und trotzdem mag ich sie. Ich werde für die Zukunft Eoseas kämpfen, aber auf meine Weise. Schwesterherz, wir beide haben doch das gleiche Ziel. Auch wenn wir unterschiedliche Wege gehen, ziehen wir hoffentlich an einem Strang. Das wird sich zeigen. Junge Dame, so wartet doch. Als Bruder und Schwester müssen wir zusammenhalten, was auch immer das Schicksal für uns bereithält. Wir brauchen nicht nur einen Schlüssel, um die Türen vor uns zu öffnen, sondern auch dazu, mit einer Vergangenheit abzuschließen, die lieber vergessen bleibt. Yay! Jo, ist keine Frage, wohin ich gehe, ne? Bruderschaft. Komm, lass uns Bruderschaft trinken. Ah, schön dich zu sehen. Hast du dich entschieden, der Bruderschaft der Morgenweeper beizutreten? Ja. Oh, welch eine Freude. Ich fühle mich geehrt, dich als Erste in unserem Reihen begrüßen zu dürfen. Bin mir sicher, die ehrwürdige Kanisena wird ebenfalls hoch erfreut sein. Jetzt musst du nur noch die Aufnahmeformalitäten erledigen. Reise dafür nach Gredania in unser Hauptquartier, das Abaddon in der Bruderschaft. Also habe ich dir erzählt, dass ich vorgestern einen Bonus zum Jubiläum erhalten habe? Nee. Nee, hast du nicht. Oh, ah. Krampf. Welches Jubiläum? Das Abaddon liegt in Neugredania. Mitten in der Stadt westlich des Eteriten. Melde dich dort beim Personaloffizier. Junge Leute wie du sind der Stolz und die Zukunft der Bruderschaft. Yay! Circa 60% mehr Gehalt im Monat bekommen zum 10-jährigen Firmenjubiläum. Sehr geil! Glückwunsch! Das ist echt nice. Plus 150 Euro Geschenk. Kurz hereingehüpft und gute Nacht gewünscht. Gute Nacht, Daki. Schön, dass du noch mal kurz reinschaust. Ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Oh nein, es wird kein 24-Stunden-Stream. In 1 bis 2 Stunden mache ich tatsächlich auch aus. Ich letzte Nacht recht geschont. Oh, dann drücke ich die Daumen, dass diese Nacht besser wird. Du Hüpfburg. Oh. Willkommen im Abaddon der Bruderschaft, dem Hauptquartier der staatlichen Gesellschaft von Gredania. Was führt dich hierher? Mich vorstellen. Ah, du bist Eldari Eissatze. Sehr freut. Uns wurde berichtet, dass du der Bruderschaft beitreten möchtest. Ich habe alles vorbereitet, sodass wir die Formalitäten schnell über die Bühne bringen können. Ich habe eine Meldung zu machen. Servus. Schieß los, was ist passiert? Von wie auch immer, Wachturm wurde gemeldet, dass ein kleines Luftschiff der Highwind Fluggesellschaft über den Ostwald von galeischen Truppen beschossen wurde. Es wird vermutet, dass es daraufhin im Ostwald südöstlich von Neu-Efeu-Ranken abgestürzt ist. Wie bitte? Und das ausgerechnet jetzt, wo unsere schnelle Eingreiftruppe gerade ein Scharmütze mit den X-Zeit verwickelt ist? Eldarige Eissätze, es tut mir leid, dich vor deiner offiziellen Aufnahme mit einer Bitte zu überfallen, aber kannst du uns nicht helfen? Auf dem Luftschiff waren bestimmt Zivilisten, sie werden sich kaum zur Wehr setzen können, sollten die Galliarden sie zuerst finden. Also in Anbetracht der Notlage erteile ich dir hiermit per Notverordnung deinen ersten Auftrag.
Such sofort in dem Gebiet südöstlich von Neu-Eferang nach dem abgestürzten Luftschiff und sieh nach, ob die Passagiere Hilfe brauchen. Das kriegen wir hin. Aber ich muss auch einmal gucken, ob mein Ding jetzt mittlerweile da ist. Ansonsten muss ich mich einmal kurz ein- und ausloggen. Also ob es da ist, wenn ich es entfordere. Ach, Kredania. Das waren noch Zeiten. Ja, ne? Schöne, schöne Kredania. Ich will gerne mich verschicken. Okay. Ich lock mich einmal kurz ein und wieder aus. Weiß nicht, ob es was bringt. Ansonsten muss ich warten. Kredania, einmal Heimat, immer Heimat. Ja. Ich habe damals auch direkt als erstes in Kredania gestartet. War tatsächlich das erste, wo ich gelandet bin. Damals ist auch mit Bogenschütze, glaube ich, also Weitläufer. Okay. Ja, dann muss ich warten. Nur Efeu-Ranken war das, ne? Dann dauert das eine Päckchen da noch ein bisschen. Das wird immer das Schwierige, wenn es auf Dienst-Account ist, ne? Ah, passt. Oh, ich kann meine Dinge zu Quest hier mal machen. Wie ich heute. Weil ich das finde, habe gerade freigeschaltet. Wäre möglich. Und mal Küsschen, Hallöchen. Wunderschönen guten Abend dir. Bei mir ist soweit alles gut. Und bei dir? Da ist auch noch eine Zielscheibe. Ich glaube, damit weiß ich, dass du auch Lust hast. Du meinst... Dingens? Lust hätte ich. Der Schar hier ist doch nicht so weit. Mit dem anderen mache ich ja sowas nur noch privat dann tatsächlich. Also, ne, offscreen. Barbastisch, ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob ich es hinkriege. Ich habe keine Milch. Genau. Mal ist ja recht einfach. Ja, wenn man sich reingefuchst hat, ja. Also, das stimmt. Da gab es tatsächlich schwierigere Kämpfe. Ich weiß gar nicht. Bin ich gestorben bei dem Kampf? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt bisschen schlafe gerade bei meiner Schwester. Ihr Freund, weil ich ja noch keinen Strom habe in meiner Wohnung. Ah, okay. Ich stimmt. Hat denn soweit alles geklappt mit deiner neuen Wohnung? Bin irgendwie gehypt auf Ghost of. Die Grafik der PS5-Version ist so bombastisch. Ich hätte auch gerne PS5, aber Geld zerrinnt in den Fingern leider.
Ich würde auch gern. Aber Ghost of Tsushima habe ich tatsächlich auch gestorben. Aber einmal war ich, einmal war ich kurz davor, kurz doof war. Ja gut. Bei dir wusste ich es jetzt gar nicht mehr. Und bei mir hätte ich es jetzt aber auch nicht mehr sagen können. Aber ich freue mich tatsächlich auf Savage. Nur wenn wir es in Savage machen, will ich auf jeden Fall mit dir im Voice sein. Damit ich dann auch verstehe, was die Leute von mir wollen. Musst du übrigens meine PS4 zurücksetzen. Okay. Wieso das denn? Du bist ja Käfer, ne, die brauche ich nicht. Wann geht's los mit DVD? Spielen tun wir es, glaube ich, ab dem 11.09. wieder. Ich meine ab dem 11.09. Da ist ein Kollege dann auch wieder da, endlich. Ja, spielen wir das dann wieder regelmäßig. Weil sie nur noch gesponnen hat. Ah, okay, das ist mies. Das ist mies. Ja, wie viele Punkte wollen noch? Ich kann mir ihn einfach auf die Zähne schreiben, wenn ich Zeit habe, bin ich dabei. Alles klar. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, sonntags ist dann auf jeden Fall öfters, dass wir das dann wieder spielen. Weil wir hatten ja immer diese Together-Sonntage, wo wir dann ja Golfit gespielt haben oder Widget, DVD, diesen ganzen Kletterradatsch da. Fall Guys. Und nachdem einer ja, oder der Kumpel halt nach Schweden, ich glaube Schweden war es, ja. Und gut, der andere hat sich dann ja komplett verdünnisiert. Hat sich das Ganze dann ja so ein bisschen aufgelöst, leider. Und ja, jetzt kann man das ja mal wieder aufleben lassen. Sind zwar ja leider wieder einige Personen abgesprungen. Was so, ja, nicht vorhersehbar war, aber egal. Was? Kriegen wir das hin? Aber irgendwie kriegen wir eine Gruppe zusammen. Da findet sich dann ja immer jemand. Gerade bei DBD. Wo musste ich jetzt hin? Da musste ich hin. DBD, dann muss ich ja wieder Killer üben. Ist so lang her. Ah, oh, Kitty. Es sei denn, du spielst, Überleben da wieder mit. Ich hab nur Golf with Your Friends. Wenn ich Zeit habe, bin ich dabei. Würde mich, wie gesagt, sehr freuen. Golf with Your Friends hab ich, glaube ich, nicht tatsächlich. Ich hab das in nur Golfit. Dann müssen wir auch Gartic vor uns spielen. Oh Gott. Mal gucken. Mal gucken. Komm mal bald wieder, in FF. Das wird mal wieder zusammen spielen und ich hole dann noch DVD. Alles gut. Kriegen wir alles hin. Surf, da bin ich auch so gut drin. Ich bin auch nicht gut drin. Ich habe immer nur Glück, dass mich die Killer manchmal zum Aufgang tragen. Wenn es genug Leute gibt, mache ich euch auf den Killer. Kill your friends. Wäre auch eine Möglichkeit. Wäre auch cool. Das Vergnügen hatte ich ja schon, dass du Killer bist. Psst, Abenteurerin, sei bloß leise. Wir sitzen hier ganz schön in der Klemme. Hier momentan nur Killer, also fast. Mittlerweile kann ich mit einem bis zwei Killern ganz gut umgehen. Oh je, ich habe Angst vor dir. Ich
Ich habe Angst vor dem, Asuna. Mir fehlt die Zeit, mit dir zu spielen. Du bist echt die beste Spielerin, die ich kenne. Naja. Aber danke. Danke, Markuschen. Lieb von dir. Wie du meinst, du bist... du bist im Auftrag der Bruderschaft der Morgenviper hier, um nach uns zu suchen? Warum trägst du dann keine Uniform? Willst du mich einfach verschaukeln? Ich meine doch eben mal der Gunshot, man. Oje. Du bist ein Techniker der Garloch Metallwerk, oder? Wir gehören zur Bruderschaft. Als wir von der Notlandung eures Luftschiffs gehört haben, sind wir sofort aufgebrochen, um euch zu retten. Und du bist ein Dari Eisherze, nicht wahr? Danke, dass du vorausgeeilt bist. Seit wann seid ihr Würmer in der Lage, solche modernen Luftschiffe zu bauen? Das ist wohl wieder eines von Sid Garlons Spielzeugen, mit denen er sein Vaterland necken will. Jedermann weiß doch, dass die Luftschifftechnologie im Galileischen Kaiserreich entwickelt wurde. Erst dieser verräterische Hund Garlon hat sie geklaut und nach Eosea gebracht. Ich gehe aber mal ins Bettchen und bin im Glück. Hoffe, dass ich es nächstes Mal als Ehe schaffe. Alles gut, mein Küsschen. Der nächste Stream ist dann auf jeden Fall am Sonntag. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Nacht und danke, dass du da warst. Am Anfang war ich Trevor Main. Ich war noch gar kein Main. Ich kann DVD gar nicht. Trotzdem macht es mir Spaß. Dieses Luftschiff gehört also rechtmäßig uns. Denn wir werden es sicherstellen zusammen mit den Technikern. Oh je, der gute alte Tripper. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es. Danke, Marcuschen. Die Jungs sind bestimmt aus Castrum Oriens. Das Luftschiff darf ihnen auf keinen Fall in die Hände fallen. Entschuldigung, könntet ihr vielleicht meinen Kollegen Wetsch retten? Der Idiot steckt doch in der Tiny Bronco. Tiny Bronco? Ach, so heißt das hochmoderne Luftschiff. Es ist das erste in ihr sehr neu gebaute Luftschiff, seit unser Chef Sid Garland bei der 7. Katastrophe verschwunden ist. Tiny Bronco. Ja. Nach langer Entwicklungszeit waren wir endlich soweit, einen Testflug zu wagen. Alles ging glatt, bis diese verdammten Galliar uns eine Breitseite verpasst haben. Wir müssen das eoseische Luftschiff und die Techniker unter allen Umständen retten. Dari Eisherze, hilfst du uns dabei? Gut, greifen wir an. Möge Nofiko unsere Klingen und Pfeile führen. Verdammt, die Gredeine greifen an. Schlag sie zurück, Männer. Nö. Du, kleiner Galia. Hier ist schon das Zwillingskin. Boah, der ist gruselig. Finde ich zumindest das Skin. Machen wir hier auch noch schnell fertig. Dann können wir gleich wenigstens noch Spurensteigerung und Gilengeist machen, sobald wir
was wir fertig haben. Weil dann kriege ich auch endlich Staatstaler dafür. Hey, Stufi. Ja. Ja, ich wollte ja zu lange warten, bis ich damit jetzt endlich die Dinger kriege. Die Staatstaler, damit es sich ja doch lohnt. Da habe ich ja heute schon eine ganze Zeit drauf gewartet. Nee, das ist ein neuer Char. Das ist ein neuer Char. Mein neuer Main. Ich bin jetzt einmal komplett gewechselt. Hey, Bix! Wetsch, da bist du ja. Das war ganz schön knapp. Na, ist ja nochmal gut gegangen. Und, was meinst du? Kriegen wir das Schiff wieder flott? Die Hilfsflüge haben ganz schön was abbekommen. Aber wenn wir die gesamte Schubleistung auf die Hauptflüge umleiten, müssten wir sofort starten können. Könnt ihr uns etwas Luft verschaffen, bis wir die Tiny Bronco repariert haben? In Ordnung. Wir werden aufpassen, dass euch niemand stört. Wollen wir hoffen, dass die Galeanen nicht so schnell Verstärkung bekommen. Daria Eissatze, deine Pflicht ist hier erfüllt. Gut gemacht. Kehre nun ins Abaton der Bruderschaft zurück und erledige die Aufnahmeformalitäten. Wir können uns glücklich schätzen, dass sich eine Heldin wie du uns anschließt. Und da wollen wir dich nicht länger als nötig warten lassen. Also, geh ruhig schon mal vor. Hey, tut mir echt leid, dass ich dir zuerst misstraut habe. War nicht so gemeint. Danke, dass du uns aus der Patsche geholfen hast. Hey, du Holzkopf, willst du dich nicht auch bedanken? Doch klar, danke für deine Hilfe. Okay. Wird das einfach eine Zwiebel mit seiner Frisur? Ja, wirklich. Ist halt einfach echt so. Ja, und gleich habe ich auch die Reitfähigkeit. Hi, Kitty. Kitty, ich mach sie fruchtbar. Okay. Ich geb mal kurz ab, dass so schneller kommen wir. Na? Und so. Oh nein. Was denn? Was denn, Masuna? Was hast du denn? Ah, willkommen zurück. Mich hat gerade eine Nachricht über den Zwischenfall erreicht. Ich verschrecke um. Jetzt muss ich aufpassen. Die wilden Katzen hier überall. Ach, nichts. Meinst du wegen fruchtbar? Ich habe ja schon viel Gutes über dich gehört, aber du hast alle Erwartungen übertroffen. Und das bereits vor deiner offiziellen Aufnahme sozusagen zum Einstand. Und die beiden Techniker musst du dir keine Sorgen mehr machen. Sie sind vorbehalten zu Galons Metallwerken zurückgekehrt. Ach ja, Adaria Eissatze, was hätten wir nur ohne dich gemacht? Ich bin heilfroh, dass du dich für die Bruderschaft der Morgenviper entschieden hast. Da sich die Aufregung nun gelegt hat, können wir dich endlich ganz offiziell aufnehmen.
Ja, nur Gutes gehört von dir. Fake News. Ja, ist so. Ich weiß auch nicht, was sie von mir gehört haben. Also, es kann nur Schlechtes sein. Du weißt das genau. Ich mach Kitty fruchtbar. Ich mach Kitty fruchtbar. Was? Wie? Also, noch einmal herzlich willkommen bei der Bruderschaft der Morgenreaper. Adaria Eissatze, es ist mir eine große Ehre, dich in unsere Gesellschaft aufnehmen zu können. Dunkle Vergangenheit in der einen Schenking Kitania. Komm. Da haben sie Gutes gehört. Ja, wirklich. Komm, fruchtbar gemacht. Wer sich von der Female-Quote angeschaut, Hilfe. Es hat funktioniert, Kitty. Und das schätzt niemals die Macht des Fruchtbarkeitstanzes. Die staatliche Gesellschaft Gridanias wurde gegründet, um mit vereinten Kräften gegen existenzbedrohte Gefahren für unsere Stadtstaat vorzugehen. Dazu gehören vor allem die Primae und das Galileische Kaiserreich. Außerdem unterstützen wir den Wiederaufbau seit der Katastrophe. Unsere Bemühungen zeigen durchaus Erfolge, aber ehrlich gesprochen sind wir noch lange nicht über den Berg. Nichtsdestotrotz werden wir nicht müde, unter der weisen Führung der Staatsseherin Kani Senna den Wald und seine Bewohner zu beschützen. Dabei müssen wir alle zusammenhalten, so wie die beiden eng umschlungenen weißen Schlangen auf unserem Banner. Ja, das gilt auch für euch Abenteurer. Zufall? Ich denke nicht. Nee, denke ich auch nicht. Gemeinsam kämpfen wir für das Wohl des Waldes, ohne Rücksicht auf die kleinlichen Belange Einzelner. Adaria Eissatze, wie sieht das mit dir aus? Welche Vorsätze hast du für dein Leben als Mitglied der Bruderschaft? Ich werde mein Bestes geben. Eng umschlungene weiße Schlangen. Die machen sich gerade auch gegenseitig fruchtbar. Das ist die richtige Einstellung, Mädchen. Mehr kann niemand verlangen und ich bin gespannt, was dein Bestes sein wird. Adaria Eissatze, hiermit ernenne ich dich zur dritten Novizin, dem untersten Rang unserer Gesellschaft. Dann bist du offiziell in die Bruderschaft der Morgenviper aufgenommen. Adaria Hus, was denn? Wieso? Was habe ich denn gemacht? Denk daran, dass dies eine große Ehre ist, aber auch Verantwortung für das Wohl Gridanias mit sich bringt. Ich wünsche dir alles Gute auf diesem neuen Weg, den du von nun an beschreiten wirst. Hallo, hörst du mich? Ich bin's, Minfilia. Ein Offizier der Bruderschaft hat mir in diesem Moment die frohe Botschaft mitgeteilt. Glückwunsch zu deiner Aufnahme in die staatliche Gesellschaft. Hast du Zeit, noch einmal kurz im Sonnenwind vorbeizukommen? Wir haben Besuch, also bis bald. War das was Dringendes? Wenn du weg musst, will ich dich nicht länger aufhalten. Ausstatte doch vorher noch dem erleuchteten Prior Heulux? Ein Besuch ab. Bestimmt kann er dir noch mit etwas helfen. Aha. Novize ist auch ein... No. Nein, lass die Novizen in Ruhe. Sprich mit Marcel, Holeo, was auch immer, um auch den Auftrag, mein kleines Schokobo, Bruderschaft der Morgenviper anzunehmen. Der Auftrag muss abgeschlossen werden, um das Hauptszenario von A Realm Reborn beenden zu können. Ich muss reiten? Ach ja, natürlich, ergibt ja Sinn. Ja klar, das ergibt ja voll Sinn. Mein eigener Schokobo. Ah, dritte Novizin Eistatze. Wie ich höre, bist du unermüdlich im Namen Gridanias im Einsatz. Du bist wahrhaft ein Vorbild für die anderen Mitglieder der Bruderschaft. Aber sag mal, hast du nie das Gefühl gehabt, dich schnell genug an deinen Zielort gelangen zu können? Nie das Verlangen nach einem schnelleren Paar Beine verspürt? In diesem Fall empfehle ich dir einen persönlichen Schokobo. Du hast doch keinen eigenen Vogel erhalten, nicht wahr?
Angesichts seiner formidablen Talente solltest du ihm nur einen bekommen. Lass mich dir im März den Prozedere erzählen. Zunächst musst du bei Quartiermeisterin im Austausch gegen Staatsteller eine Schokobo-Lizenz der Bruderschaft erwerben. Sobald sich diese in deinem Besitz befindet, legt sie bei unserem Mann Simgur vor. Dieser wird dich mit einem geeigneten Vogel ausstatten. Geil. Ein eigener Schokobo. Nennen wir ihn Heuschnupfen. Okay, mit Heuschnupfen bin ich zufrieden. Also, dass wir ihn so nennen. Hallo, dritte Novizin Eistatze. Eistatze. Dachte, du hast schon einen Vogel? Nun, nicht nur einen. Die Bruderschaft der Morgenviper setzt große Hoffnungen in dich. Wir glauben, dass jemand wie du uns in solch unruhigen Zeiten äußerst behilflich sein kann. Er sehr braucht und verdient eine Zeit der Ruhe, denkst du nicht auch? Die Zukunft steht dir weit offen. Dritte Novizin Eistatze. Du musst du deine Chancen ergreifen. Wir würden dir gerne die Geschicke Eoseas anvertrauen, aber zum jetzigen Zeitpunkt wohnt dir noch so manche Unzulänglichkeit inne, die es auszumerzen gilt. Sei unbesorgt, ich habe bereits darüber nachgedacht, wie dir in dieser Hinsicht weitergeholfen werden kann. Die Eoseische Allianz betreibt eine Institution, genauer gesagt eine Trainingseinrichtung. Leute, kürzt doch die Texte ab. Die Offiziere wie auch Rekruten der staatlichen Gesellschaft ihre Fähigkeiten verbessern können. Der Name dieser Institution lautet die Wolfshöhle. Es wurden bereits veranlasst, dir Zutritt zu dieser Einrichtung zu gewähren. Sprich mit Berkoya am Empfang der Wolfshöhle. Er wird dir weitere Einzelheiten erklären. Die Wolfshöhle befindet sich inmitten Lanoseas hoher See. Du erreichst sie über die Morabi-Trockendocks im unteren Lanosea. Von dort musst du dann mit einer Fähre übersetzen. Viel Erfolg! Ich bin aber raus, wie das endlich morgen ist und um den Schlaf geht das immer schnell. Das stimmt. Dann dir auf jeden Fall eine wundervolle gute Nacht, Masuna. Danke, dass du da warst. Und nur für dich der Fruchtbarkeitstanz. Ich mach Kitty fruchtbar. Ich mach Kitty fruchtbar. Ich mach Kitty fruchtbar. Ich mach Kitty fruchtbar. Was? Was denn? War jetzt nur für dich? Es hat dir doch gefehlt. Bei mir tanzt du nicht. Nicht? Aber ich tanze. Da gibt man sich so viel Mühe. Okay. Wenn nicht. Im Stream ja bei mir im Game nein. Seltsam. Einfach nur seltsam. Muss ich glaube ich auch nicht nachvollziehen können. Abenteurer in der Not. Hattest du noch was? Ein Jugendschutz vom Spiel? Wahrscheinlich. So, Abenteurer in der Not nehme ich auch einmal an. Perflix, wo steckt denn nur dieser nutzlose Gehilfe? Trödelt wohl auf irgendeiner Blumenwiese herum und erfreut sich des Sonnenscheins. An ihrer Kontaktperle geht sie auch nicht. Hey du, könntest du mir nicht helfen und nachsehen, wo meine Gehilfin bleibt? Ich habe sie auf die Jagd geschickt, damit sie mir ein paar Bussardfedern besorgt. Aber sie ist noch nicht zurückgekehrt. Irgendwo in der Nähe von Neu-Eva-Ranken müsste sie stecken. Ich würde ja selbst hingehen, bin aber hier mit meinem Webermeister verabredet. Ein ziemlich eitler Kerl, den ich besser nicht warten lasse. Was meine Gehilfin draußen vor den Toren der Stadt macht? Na, ich habe sie auf eine Unternehmung geschickt. Also sie scheint die Sache nicht gewachsen zu sein. Bitte beeil dich. Wer weiß, ob ihr nicht vielleicht einfach zugestoßen ist. Mhm. Jo. Gleich können wir. Also ich glaube, können wir schon, aber ich will einmal noch kurz das PvP-Ding freischalten. Also bald. Ah ne, hier ist es ja noch gar nicht. Das ist ja in Dingens. Ich war gerade verwirrt. Entschuldigung.
Ich war gerade einmal komplett... Ich war noch bei einer anderen Quest. Die ist hier noch gar nicht. Das dauert noch, bis die da ist. Ich habe nichts gesagt. Das PvP schreit ich auch gleich noch frei. Jo. Ui. 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 Oh, Shinji ist doch online. So, das sollte ja jetzt hoffentlich fix gehen mit dem Lesen. Und direkt danach melde ich an. Willkommen zurück, Aldaria Eistatze. Bitte tritt ein. Münfili erwartet dich. Ah, da bist du ja schon. Du lässt wirklich nichts anbrennen, was? Der Offizier war ja ganz begeistert von dir. Das wirft natürlich auch ein gutes... sich wachrütteln denken. Ja, ich bin sofort fertig. Wir haben gutes Licht auf unserem Bund. Gut gemacht, ich bin richtig stolz auf dich. Übrigens gibt es doch eine gute Nachricht. Der Bund der Morgenröte hat Verstärkung erhalten. Tataru, bitte unsere Gäste herein. Bitte hier entlang. Hallo, so sehen wir uns wieder. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin Bix. Danke für deine Hilfe neulich. Wir werden wohl eine Weile hier bleiben. Also auf eine gute Zusammenarbeit. Das ist gerade mal ein paar Stunden, vielleicht ein paar Minuten her. Ich bin Witch. Das ist alles? Kriegst du die Zähne nicht auseinander? Hallo? Bix und Witch sind die Techniker der Gal- und Metallwerke, die du neulich gerettet hast. Eben. Es ist noch nicht mal in Eosea ein ganzer Tag vergangen. Sie haben bei uns Zuflucht gesucht. Ihr Wissen über Luftschiffe und Magitech ist von unschätzbarem Wert für ganz Eosea. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, ihnen Schutz zu gewähren und für eine faire Verteilung des Wissens zu sorgen. Wer wäre dazu auch besser geeignet als der Bund der Morgenröte? Hallo, kleine Zwiebel. Jo. Ich freue mich sehr über unsere neuen Gefährten und hoffe, dass wir alles gut miteinander auskommen werden. Servus. Aus Liebe zu ihr sehr habe ich mein Leben dem Bund der Morgenröte geweiht. Deshalb bin ich überglücklich, dass unsere eingeschworene Gemeinschaft wächst und wir somit immer mehr für Eosea tun können. Tausend Dank für deine Hilfe. Die Quest nehme ich gleich erst an. Wichtig waren mir die Staatstaler.